dem Vortrag heute Abend hier in der Römerhalle über Kosmetik in der Antike. Ganz besonders herzlich begrüße ich Sie, Frau Jakob, Frau Dr. Ronja Jakob, und auch Sie, Herrn Alexander Jakob, der im Vorfeld schon technische Unterstützung geleistet hat. Vielen Dank dafür. Als ich die Frau Dr. Jakob gebeten habe, mir etwas über ihren wissenschaftlichen Werdegang zuzumelden, damit ich sie heute Abend etwas einführen kann, da hat sie mir geschrieben: Abitur, Studium, Lehrerin. Das fand ich toll, nicht sehr ergiebig, aber sehr bescheiden und absolut sympathisch. Ich habe mir jetzt also mühsam aus dem, was es so an Berichten gab, im Internet herausgesucht. Also Frau Dr. Jakob ist in Pfaffen-Schwabenheim aufgewachsen. Sie hat zunächst lithografische Zeichnerin gelernt und hat dann aber auf einer Reise durch Ägypten ihre Liebe zu Ägypten, zur Antike und auch zur antiken Kosmetik entdeckt. Sie hat dann noch ein Studium angeschlossen, und zwar in Mainz hat sie zunächst Theologie und Geschichte fürs Lehramt studiert, hat dann aber promoviert, und zwar bei Professor Zwickel, der übrigens auch mal hier eine Ausstellung hatte mit diesen verschiedenen Krippen, diesen internationalen Krippen im Schlossparkmuseum. Ihre Dissertation hatte zum Thema die Kosmetik im antiken Palästina. Dafür hat sie Materialaufnahme in Palästina selber in den Museen betrieben, hat auch an Ausgrabungen teilgenommen. Und ich denke, wir können uns auf einen kenntnisreichen und interessanten Vortrag freuen. Frau Jakob, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend uns über antike Kosmetik etwas erzählen werden, und darf Sie jetzt bitten. Dankeschön. Ich denke, Fußball ist die Hauptsache. Ja, ne? Ja. Und darf ich mich dann ein bisschen mit heute Abend verwöhnen lassen wollen. Ja, mein Vortrag: Salben und Schminken in der Antike, eine Zeitreise entlang des Mittelmeers. Wir werden uns also heute Abend entlang des Mittelmeers begeben. Und seit Beginn der Zivilisation hat die Schönheit bereitet hätten,
da Alexander der Große dort riesige Mengen an Spezereien, an wertvollen Parfums vorgefunden hatte. Er sagt aber auch, dass die Ägypter die Erfinder gewesen sein können. Er lässt es offen, Plinius. Und zwar zunächst aus hygienischen, aus medizinischen und aus magischen Gründen im Kult. Hygienisch deshalb, wenn wir an Palästina oder wenn wir an Afrika denken oder auch an Asien, es gibt sehr, sehr viele Trockengebiete, Wasser ist knapp dort. Also sind die Menschen hingegangen, haben in wasserknappen Gebieten sich mit Ölen eingeseift und anschließend mit Schabern abgeschabt, um sich zu reinigen. Ich werde da später auch nochmal einen Weg zu zeigen. Die Medizin stand ganz groß im Vordergrund, bevor die Schönheit ans Licht kam. Die Medizin besagte damals, dass man schwarze Augenschminke unter die Augen auftragen solle, um die Augen zum Beispiel vor Sonneneinstrahlung, aber auch vor Insekten und vor Krankheiten zu schützen. Im Kult magische Effekte, die die Menschen anwandten. Man glaubte, dass diese schwarze Farbe, ich werde das später auch nochmal rumreichen, hier habe ich beispielsweise Kleidlands mitgebracht, dass sie die Dämonen der bösen Augenleiden abwehren würde und man so von Leiden verschont bliebe. Die Schönheitspflege, die kosmetische Pflege war, wie wir wissen, das geht auch aus ägyptischen Texten hervor, ganz fester Bestandteil des täglichen Lebens, genauso wie Nahrung und Kleidung. Und so wurde auch Arbeiter, der Pharaonen beispielsweise, immer eine Ration an Öl täglich zugeteilt, damit die Haut dieses starken Reisekümmer erkraftet hat. Ja. Das Foto kennen Sie, falls Sie im Internet oder falls Sie den Flyer gesehen haben. Das ist ein Salbkästchen, so wie wir uns das vorstellen dürfen, auch für die persische und auch für die griechische Periode, das ist jetzt aus dem Schatz, aus dem Grab des Tutanchamun. Hier sehen wir unterschiedliche Gefäße. Die flachen Deckel beinhalten Salben, dickflüssige Salben, geschützt durch diesen Deckel. Dann haben wir hier auf diese ganzen Utensilien, werde ich noch zu sprechen kommen, ein sehr längliches Gefäß mit einem Spachtel, so nannte man das, und dem Griffel drin. Hier ist die Augenschminke drin aufbewahrt. Wir werden nachher sehen, wie man die angewandt hat. Dann haben wir Gefäße, auch mit Deckel, auch bauchförmig oder auch etwas schlanker. Die sind dann für Salböl verwendet. Wir werden uns heute rund ums Mittelmeer bewegen, angefangen. Und damit hat Plinius Recht behalten in Ägypten. Weil Ägypten zur Wiege der Schönheit zählt. Zur Wiege deshalb, weil dort erstmals zur Zeit der Badari-Kultur, also im 5. Jahrtausend vor Christus, Schminke angerührt wurde. Man weiß das aufgrund von Schieferpaletten. Schiefer, wie wir uns den Schiefer auch vorstellen, als dicke Palette ausgehöhlt in der Mitte und darin hat man Schminke angerührt und davon sind noch Rückstände in diesen Paletten erhalten, die man gefunden hat. Ich habe hier ein ganz anschauliches Beispiel mitgebracht, eine Lautenspielerin. Das Erotische an dieser Frau, das ist für damalige Zeiten nicht ungewöhnlich. Die Frauen hatten durchaus auch nur ganz, ganz zart behangene Leinengewänder an oder auch sehr ganz durchsichtig gewebt aufgrund der Hitze. Was wir natürlich hier ganz genau erkennen können, ist auf ihrem Kopf eine Lotusblüte. Die krönt praktisch ihr Haupt. Der Duft des Lotus soll bei ihr symbolische Haut sprühen. Wir haben die Augenschminke, die man hier sehr schön sehen kann. Und umrandete Augen mit schwarzer Schminke und der Brauenstift und der Lippenstift, der hier angedeutet ist. Schönheitsbezogen, muss ich hier auch noch dazu sagen, gab es unheimlich viele Perückentypen in der damaligen Zeit in Ägypten. Und hier haben wir einen dieses Typus.
weil man auch sehr schön sehen kann beim Typ A, dieser dick unterstrichenen Augenlinie, willkürlich im Grunde angeordnet unterhalb des Auges, zur Absorption des Sonnenlichtes, um sich gegen die Sonne, um sich gegen das Blenden zu schützen. Zunächst also medizinischer Zweck. Dann im Faktor B erkennt man jetzt langsam, dass das Umranden der Augen die Augen schöner, größer und strahlender erscheinen lässt. Also gehen sowohl Männer als auch Frauen dazu über, die Augen zu umranden und zusätzlich mit Blau und mit Grün hervorzuheben. Weiter oben das Gelbliche, das sind Goldtöne, also Gold und Ocker. Dann im Typus C, das haben wir gerade eben bei den Lautenspielerinnen gesehen, wird dieser immens langgezogene Lidstrich jetzt etwas verkürzt und das Ganze dezenter gehalten. Die grüne Augenschminke wird mineralisch hergestellt, und zwar aus Malachit. Malachit ist ein grüner Stein, der zermalmt wurde. Hier sehen Sie auch so eine Schieferpalette, eine sehr einfach gehaltene Schieferpalette. Nach dem Zermalmen des Steins wird diese Substanz dann mit Öl oder auch mit Honig oder mit Wasser verbunden angerührt und danach mit einem Spachtel auf das Auge aufgetragen. Ich habe hier vorne, Sie dürfen nachher hier vorne anfangen, auch meine grüne Augenschminke angerührt. Sie dürfen auch probieren, tupfen. Sich anmalen ist alles erlaubt. Ja? Also, ich bin Lehrerin, wie ich die Kollegin jetzt letztens schon gesagt habe, und ich finde, pädagogisch gesehen, man muss das ausprobieren, um das nachempfinden zu können. Ja, es gab auch die blaue Augenschminke. Das ist ein Abfallprodukt der Glasherstellung. Das nennt man blaue Fritte. Es gab auch grüne Fritte. Man hat festgestellt, dass das, was bei der Glasherstellung als Abfall im Grunde weggeworfen wurde, sich hervorragend dazu eignete, auch zerstampft zu werden, zermörsert zu werden und angerührt dann zu einem wunderschönen Blauton sich ergeben hat. Und das hatte den Vorteil, dass man keine Mineralien verwenden musste, weil Edelsteine, zum Beispiel bei Schwarzen, sehr teuer waren. Und das hat das Ganze dann kostengünstiger gemacht und damit auch für die breitere Schicht anwendbar. Zunächst lag das Monopol aber nur innerhalb der Königsfamilie, innerhalb der Pharaonen. Da gab es einen Hüter des Salbenlöffels und dieser hatte die Salbe unter sich und der verteilte im Auftrag der Königin, die Königin, und im Auftrag dieser wurde das dann an Männer weiterverteilt. Die Duftöle mussten natürlich das Öl und die Fette mit unterschiedlichen Pflanzenbestandteilen verbunden werden. Entweder, wie ich schon gesagt habe, durch Fett, durch ein Kneten oder aber durch ein Kochen von zum Beispiel, ich habe jetzt Pflanzen ausgewählt, die eventuell ein bisschen bekannter sein dürften, der Zimt. Der Zimt ist eine Rinde von dem Zimtbaum. Der schält sich von alleine, von Natur aus, dieser Baum, und diese Rinde wird dann in getrockneter Form, wie oben dargestellt, gehandelt. So kennen Sie ihn auch, den Zimtstein, wie bei uns in der Mikrofon ist. Der Zimt war ein unheimlich wertvolles Gewürz, wenn das wertvollste sogar, da werde ich später auch auf Plinius nochmal zurückkommen, der uns von der berühmten Zimtsalbe der Römer erzählt. Dann die Nadel. Die Nadel, auch ein Gewächs, das weit weg, alles stammt aus Asien, Arabien, also gerade China ist belegt für diese Pflanzenbestandteile. Und die Nadel, davon nutzte man nur die Wurzeln. Heute undenkbar, ich weiß nicht, ob einer von Ihnen schon mal im Bibelmuseum war in Frankfurt, einmal an der Nadel riechen und ihre Geruchsorgane, ihre Sinne sind für den ganzen Tag verdorben. Also es ist ein ganz, ganz fürchterlicher Geruch für unser Empfinden heutzutage. Probieren Sie das mal aus, ich kann es wirklich nur empfehlen. Im Bibelmuseum sind ganz, ganz viele verkostet, die man öffnen und dann einfach mal testen kann.
wie das früher war. Dann haben wir die Myrrhe. Die Myrrhe wird gelaufen wie Balsam und wie auch Weihrauch gewonnen. Und zwar Myrrhenbäume, sehen Sie, sind sehr strauchige Gewächse. Man kann sich das jetzt nicht wie bei uns jetzt als kräftig wachsenden Baum vorstellen. Die Rinde wurde angeritzt und aus diesem Herausritzen tragen dann diese Harztropfen. Und diese Harztropfen in der Starterform hat man vermasert und anschließend dann auch ölen oder Felsen beigegeben. Plinius berichtet uns, dass man die Bäume nicht mit Metall anritzen durfte, weil sonst diese Stelle den Baum massiv verletzt hat. Also dadurch konnte der Baum noch absterben. Deswegen hat man mit Glas oder mit scharfen Holzelementen die Bäume angeritzt und anschließend mit Hörnern und mit Watte, also natürlicher Watte, damals Wolle, hat man dann diese einzelnen Perlchen aufgefangen und aufbewahrt. Das war eine ganz, ganz mühsame Arbeit. Deswegen waren diese Spezereien auch so teuer, aber wie wir später noch sehen werden, auch aufgrund der Handelswege, der immens langen Handelswege. Heute nehmen wir ein Flugzeug und sind von A nach B innerhalb weniger Stunden geflogen. Damals hat das über Wochen, über Monate und auch über Jahre gedauert. Aus dieser Beliebtheit, Salbe, Kosmetik anzuwenden, hat sich dann im Laufe der Jahrhunderte der Beruf des Salbenbereiters entwickelt. Zunächst wissen wir, durch Ägypten belegt, dass dieser Beruf Frauen innegab, die Salben bereiteten. Es war ein sehr würdevoller Beruf, Salbenbereiterin sein zu dürfen. Ab der Mitte des ersten Jahrtausends allerdings sind es plötzlich männliche Salbenbereiter. Die Frauen fallen hinüber. Dann habe ich mich natürlich gefragt, wieso spielen die Frauen hier jetzt keine Rolle mehr? Dann habe ich geforscht und dabei kam heraus, dass dieser Beruf zu Zeiten der Griechen und auch später der Römer sehr anrüchig wurde. Die Salbenbereiter hatten ihre eigenen Straßenzüge, ähnlich wie im Mittelalter die Zünfte, können Sie sich das vorstellen, die jetzt ihre einzelnen Straßen und ihre Handels- oder auch Backwerke anboten. Und in diesen Straßen kursierten natürlich zunehmend auch Prostituierte, weil die darauf aus waren, sich besonders schön für ihre Gönner zu machen und besonders viel Geld zu verdienen. Bei Martial finden wir auch, dass sich Prostituierte, die ein Auge verloren hatten, ich hatte vorhin gerade erwähnt, dass es durchaus in damaliger Zeit vorkam, dass Insekten oder aufgrund von Augenleiden, die man nicht behandeln konnte, man ein Auge verlor. Und anstatt sich dann eine Klappe drüber zu legen, sind Prostituierte auch dazu übergegangen, sich das zweite Auge anzumalen. Also das war zu und man malte sich praktisch ein neues Auge mit Make-up dann auf das Auge drauf. Und nicht nur das, sondern man parfümierte sich auch entsprechend. Da die unteren Schichten der Bevölkerung und auch die meisten Prostituierten wenig Geld zur Verfügung hatten, kam es innerhalb dieser Kaste der Salbenbereiter immer häufiger zu Fälschungen und damit zu kriminellen Aktivitäten, die immer mehr die Frauen dann ausschlossen. Die Männerwelt hat sich dann in den Vordergrund gerückt und diesen Beruf, diese Kaste übernommen, weil es für Frauen zu gefährlich war. Die Salbenbereitung finden wir hier anhand von zwei Beispielen dargestellt. Einmal ein ägyptisches Salbenbereitungszeremoniell, also man muss es zeremoniell nennen. Rechte Hand sind die fertiggestellten Ölflakons. Auf der oberen Seite sehen Sie angedeutet eine Lotusblüte. Wenn die Lotusblüte oben angebracht ist, heißt das, die Flasche ist verschlossen, die ist mit einem Wachs oder einem Lehmtropfen schon für den Handel bereitgestellt. Links sehen Sie den Aufseher. Ich hatte ja gesagt, der Pharao, die Königin, die steht dem Ganzen vor und der Aufseher steht eben gerade für das, was in den Werkstätten passiert.
Hier hinten werden die einzelnen Zutaten, die oben in Körben dargestellt sind, gemörselt, verarbeitet, gekocht, hier in der Feuer auch, gerührt, wie Sie sehen. Also das sind riesengroße Mörser, weil für die Pharaonenfamilie und für deren Männer riesige Mengen an Salz bereitet werden mussten. Später werden wir sehen, sind diese Mörser wesentlich kleiner. Sie kennen sie vielleicht auch aus dem Haushalt. Die werden dann anschließend mit die Salbe gekocht. Hier wird das Ganze durchgesiebt. Ich werde nachher, wenn wir das heilige Salböl besprechen werden, wie man das gekocht hat, auch noch was dazu sagen, wie man das abfüllte. Und dann in den Krug des Chakras eingefüllt. Hier seht ihr auch den Petilotusblüter noch. Da wird noch eingefüllt. Unten sehen wir Nubierinnen. Also, in Afrika, einerseits Ägypten, andererseits auch Nubien. Und hier wird die einfachste Ölherstellung dargestellt, demonstriert das Lilienöl. Die Lilienblüten werden vom Feld von Frauen herbeigetragen, anschließend in einem Tuch gefüllt. Das ist ein Tuch, das gehört nicht zum Krug dazu. Dieses Tuch wird auf beiden Seiten gefrungen mit Stäben und so lange gedreht und ausgepresst, bis der Liliensaft hier hineinfließt. Das hier ist keine gerade Fläche, sondern hier fließt das Öl. Es braucht ein bisschen Fantasie für die ägyptischen Abbildungen. Natürlich hat das eigentlich mehr gedröpselt als geflossen, aber die Ägypter haben auf ihren Reliefs oft absichtlich das Ganze etwas übertrieben dargestellt. Ja. Hier sehen wir jetzt sehr schön, wie mit einem Spachtel die Lippenschminke auf die Lippen aufgetragen wurde. Mit Hilfe eines Spiegels, damals noch kein Spiegel in unserem Sinne, sondern poliertes Metall. Es wurde ganz, ganz extrem hochpoliert und da konnte man sich in diesem Spiegel betrachten. Sie haben das vielleicht auch schon mal gesehen. Ja. Die Lippenschminke als auch die Augenschminke wurde mit Öl, mit Fetten angerührt. Die Lippenschminke zusätzlich mit Honig und mit Ocker oder auch Henna. Henna ist bekannt, damit konnte man auch die Haut färben oder die Haare färben in damaliger Zeit. Und die Lippenschminke war weitgehend negativ belegt. Ich habe Ihnen, vielleicht gehen wir doch noch mal eins zurück, ein Beispiel mitgebracht aus den Sprüchen, die Salomo zugeschrieben werden. Mein Sohn, merke auf, meine Weisheit, neige dein Ohr zu meiner Lehre, dass du behaltest guten Rat und dein Mund wisse Erkenntnis zu bewahren, denn die Lippen einer fremden Frau triefen von Honig und ihre Kehle ist glatter als Öl. Hernach ist sie bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Jesus Sirach berichtet uns weiterhin, meide die Frau, die dich verführen will, damit du ihr nicht ins Netz gehst. Wende den Blick weg von schönen Frauen und schaue nicht nach ihren Reizen, die dich nichts angehen. Denn schöne Frauen haben schon viele betört und Leidenschaft hat sie wie Feuer verzehrt. Gemeint ist hier natürlich auch, dass die Väter Angst davor haben, dass ihre jungen Söhne in die Klauen von bösen Frauen oder auch von Prostituierten geraten könnten. Und da wird in der Bibel also ganz stark gegengewettert. Wir haben allerdings aber auch, und das finde ich sehr schön, einen positiven Beleg, weil nämlich das Hohelied der Liebe, weil es auf Jerusalem gemünzt wurde, von späteren Schreibern, von späteren Kirchengelehrten. Das Hohelied ist aber nichts weiter als ein ägyptisches Liebeslied. Das ist an die Liebeslieder Ägyptens angelehnt. Und darin heißt es dann, deine Lippen sind wie ein roter Faden, von deinen Lippen, meine Braut, träufelt Honig. Immer wieder das Vorkommen des Honig. Also, damit das Ganze auch gut schmeckte, hat man es nicht nur mit Öl, sondern auch mit Honig angerührt. Und das hat noch einen weiteren Vorteil, weil Honig nämlich antiseptisch wirkt.
In dem Moment, in dem ich Honig in die Augen schminke, das war das nächste Bild, oder in die Lippenschminke mit einbringe, habe ich den Vorteil, dass kleinere Wunden dann antiseptisch versorgt sind. Hier hat man lange gerätselt, dem bin ich auch auf die Spur gegangen. Es hieß zunächst, das sei ein Kosmetikbereiter, der einen Ägypter schminkt. Aber dieser Ägypter klammert sich hier an eine Säule. Weiter oben sind auch Darstellungen, die auf Bauwerk schließen lassen. Also, Breslinski heißt der ägyptische Forscher, ganz berühmt. Der hat sämtliche Grababbildungen, Grabgemälde in ganz großen Bänden zusammengefasst. Und der beschreibt es folgendermaßen, und ich sehe das genauso, dass es sich hier um einen Arzt handelt, der die Arbeiter des Pharaos betreut auf der Baustelle und der die Aufgabe hat, diesen Arbeitern schwarze Farbe um die Augen anzubringen, um sie gegen die Sonne, gegen Augenkrankheiten, gegen äußere Einflüsse Sonne zu schützen. Hat natürlich den Vorteil, in dem Moment, in dem diese Arbeiter versorgt sind, weil sie sehen, das ist Kunsthandwerk, das ist ein Kunsthandwerker, dass dem nichts passiert, dass er auf der Baustelle seiner Arbeit nachgehen kann, ohne dann durch Fliegen oder durch Sandreiz dann gehemmt zu sein. Hier haben wir ein sehr berühmtes Bild, ein ganz berühmter Mann, das ist Tutanchamun. Ich habe ihn deshalb ausgewählt, weil er den meisten bekannt sein dürfte. Vielleicht waren sie in Basel oder in Frankfurt. Also ich habe ja sowohl in Basel als auch in Frankfurt nicht entgehen lassen, die Tutanchamun-Ausstellung zu sehen. Und hier lässt sich sehr schön erkennen, wie die Farbe hier noch erhalten ist. Einerseits die Augenschminke als auch die rote Lippenschminke. Was wiederum belegt, auch anhand zahlreicher anderer Beispiele, dass sich Männer und Frauen gleichermaßen in Ägypten schminken. Das Gesicht der Terre ist jetzt hier sehr hell, weil das eine Alabasterbüste ist. Im Normalfall hatten die Männer einen etwas dunkleren Terre und die Frauen einen helleren, aber beides im Auge gehalten. Also das hat man auch mit Henna, hat man mit einem Tuch das Gesicht berieben. Man übersetzt es vom Ägyptischen, dass man das Gesicht klebt. Also auch hier wieder ein Beweis dafür, dass die Farbe nicht einfach nur drüber blieb, sondern dass sie wohl auch mit Honig oder mit Öl versetzt war und an das Gesicht dran geklebt wurde, um die Haut vor äußeren Einflüssen wiederum zu schützen. Jetzt haben wir ein Beispiel dafür, was macht man denn mit den Spezereien, die in Fett eingeknetet werden? Ganz beliebt war dieses Bild betreffend Hammelteig. Für uns unvorstellbar heute, Hammelteig sich auf den Kopf anbringen zu lassen. Das sind Salbknebel. Rechts unten sehen Sie ein Festmahl, ein ägyptisches. Links oben sehen Sie eine Szene, auch ein Grabmal, Szene eines Ehepaars. Wenn ich zu einem Fest eingeladen wurde im alten Ägypten, dann trat ich ein und bekam von dem Diener des Herrn, des Hausherrn zunächst einen Salbknebel gereicht. Das war ein Gestell, das man auf der Perücke anbringen konnte und das angehoben. Martial erzählt uns später, dass der Bock unter den Achseln immer ganz schlimm gerochen hätte. Und das muss den Ägyptern auch schon aufgefallen sein in dieser sehr heißen Umgebung. Und deswegen ist man hingegangen und hat diesen Salbkegel im Laufe des Abends durch die Hitze schmelzen lassen. Also das Fett mit den Spezereien ist an einem herabgeflossen. Und sehr, sehr teure Salben und Öle haben keine Rückstände hinterlassen. Wenn Sie heute ein teures Parfum benutzen, manche günstigen hinterlassen auch keine Rückstände, dann kann ich das auf Seide, ich kann das auf jegliche Stoffspuren, das hinterlässt keine Flecken. Genauso war das damals. Hat es Flecken hinterlassen, wurde der Seidenbereiter durchaus auch schon gelünscht, weil man dann wusste, er hat
hat mit nachgemachten Spezereien, mit falschen Spezereien gearbeitet. Allein von der Nadel gab es 7 falsche Nachahmungen. Was wie Nadelrochen. Zum Beispiel in die Kelten hatten die keltische Nadel, das roch genau wie Nadel, war aber nicht so langanhaltend und hat nicht den gleichen Effekt gehabt wie jetzt die Originalnadel. Hier oben wundert uns das, weil hier ist es ja jetzt kein Fest, sondern es ist jetzt hier ein ritueller Akt und trotzdem Salbkegel. Mehrere Abbildungen belegen, dass man bei Audienzen oder bei sehr hochrangigen Begebenheiten ebenfalls Salbkegel trug, um zu demonstrieren, ich habe die Möglichkeit, ich habe das Geld dazu, mir diesen Salbkegel leisten zu können. Also, hier Demonstration der Macht. Wenn wir zu den Griechen und zu den Römern noch weiter wandern, am Mittelmeer entlang, werden wir dazu noch mehr erkennen können. Hier zunächst aber erst der Machtbeleg. Der Handel mit diesen Ölen und Salben, hier ist das Mittelmeer, erstreckte sich, dass Sie sich das vorstellen können, bis nach Indien hinein. Diese Wege in damaliger Zeit zu überwinden, hat teilweise sehr, sehr viele Menschenleben gekostet. Nicht jeder, der sich auf diese gefährlichen Reisen begab, kam auch wieder zurück. Gerade das Rote Meer war deshalb so gefährlich. In Richtung Süden zu segeln, war weniger problematisch. Aber wenn man Südwinde auf dem Rückweg, die haben oft monatelang auf sich warten lassen, bis die Seefahrer wieder in ihre Heimat zurückkehren konnten. Über den Landweg sind die Händler sehr oft von Räubern oder auch anderen überfallen worden. Und auf dem Seeweg gerade über Meer, fürchtete man, weil man auf Ungeheuer zu treffen scheute. Auf alten Erddarstellungen, auf alten Karten, im Vatikan zum Beispiel, sind riesengroße Seeungeheuer abgebildet. Also die Menschen blieben dann immer in Küstennähe, wenn sie entlang fielen. Und diese Distanzen zu überwinden, hat diese Spezereien dann letztendlich auch so teuer gemacht. Ich sage immer, Nadel, Myrrhe, dass das unendlich kostbar war, in erster Linie unendlich kostbar aufgrund dieser langen Wege, die von China bis nach Zypern oder Kreta oder auch bis hin nach Spanien, das werde ich gleich noch erzählen, gebracht wurden. Hier sind Händler abgebildet, es sind syrische Tributbringer, im Grunde Händler zweitrangig. Der Pharao fordert von seinen Provinzen, die er eingenommen hat, Tributleistungen, Zahlungen. Und die erfolgten damals auch in Form von Geld, aber dadurch, dass Spezereien wie Gold, wie Silber, wie Edelsteine gehandelt wurden, auch in Form von Spezereien. Und diese ganzen bunten Klumpen, die Sie hier sehen, das sind alles in Fett eingelagerte Spezereien. Die sind haltbar gemacht und werden so transportiert. Hier sehen wir eine ganz große wertvolle Salbschale. Hier können Sie Ölgefäße erkennen, die ganz vorsichtig hier getragen werden. Und hier sehen wir, das sind also entweder Pferde oder Esel. Also man hat zunächst Pferde und Esel dafür verwendet, diese Karawanen zu betreiben. Später hingegen, das sind auch Streitwagen, also auch Kriegsgeräte wurden als Tributleistungen erachtet. Später hat man dann Kamele domestiziert. Und dann gab es die berühmten Kamelkarawanen. Kamele deshalb, weil sie ja wenig Wasser benötigt haben. Viel, viel weniger als jetzt Pferde oder auch Esel. Auf dem Seeweg hat sich dann Hatschepsut war die einzige weibliche Pharaonin, die uns bekannt ist, die sich wirklich gewagt hat, sich auf diesen von Männern dominierten Thron zu setzen. Hatschepsut hat dadurch, dass sie eine Frau war, eine lange Friedenszeit
den Ägyptern beschert. Innerhalb dieser langen Friedenszeit kam eine Blüte in Ägypten zustande und Hatschepsut hat die wertvollen Spezereien nicht nur in Form von getrockneten Trogen, Troge ist sehr negativ belegt, aber Troge nennt man getrocknete Pflanzenteile, nicht nur die getrockneten Trogen importiert, sondern sie ist erstmals hingegangen und hat ganze Bäume, ganze Myrtenbäume mit der Erde, mit den Wurzeln ausgraben lassen im Grund, im damaligen, das soll bestimmt Somalia gewesen sein, und hat die jetzt nach Ägypten gebracht. In ihrem Tempel, der El-Badari, das ist auf der gegenüberliegenden Seite von Tal der Könige, ein wunderschöner Terrassentempel, hat sie Terrassen in die Ebene einbringen lassen, bewässert und diese Myrrenbäume angepflanzt. Und es ist ihr gelungen, erstmals gelungen, solch wertvolle Spezereien, um diese immensen Importkosten zu umgehen, selbst anzubauen in Ägypten. Sie sehen auch Affen, Sie sehen große Säcke, Sie sehen Vorratsgefäße. Also diese Schiffe konnten bis zu 100 Tonnen an Material lagern. Später die Tarschisch-Schiffe von König Salomo, bis zu 350 Tonnen. Und diese Tarschisch-Schiffe, da hat man drüber gerätselt, warum die denn so heißen. Und es gab in Spanien einen Bereich, einen Landstrich, Stadt, die Tartessos genannt wurde. Und Tartessos war gleichbedeutend für die damaligen Menschen für das Ende der Welt. Wir sind jetzt am Mittelmeer bis nach Spanien gereist, zunächst an Griechenland und Italien vorbei und sind jetzt hier an den Säulen des Herkules, so wurden sie in Griechenland genannt, bei den Griechen, bei Gibraltar. Weiter hat man sich nicht gewagt, aufgrund des offenen Meeres, aufgrund der besagten Seeunruhe. Tartessos soll eine sehr, sehr wertvolle Gegend gewesen sein. Es sind dort sehr große Mineralvorkommen gewesen und auch Goldvorkommen. Es war ein ganz großer Umschlagplatz. Und Salomo hatte den Vorteil, dass sich die Phönizier, ein ganz bekanntes Seefahrervolk, an der Küste Israels angesiedelt hatten, die ein Seefahrervolk waren und damit auch den Handel im Mittelmeerraum dominierten zu seiner Zeit, also um 1000 vor. Die Phönizier luden in Israel an Umschlageplätzen. Israel hatte den Vorteil, es hatte das Rote Meer, es hatte das Mittelmeer und so konnte man vom Roten Meer über Israel, über die Königsstraße, über die Seidenstraße, die Via Maris, das sind diese ganz berühmten Handelsstraßen, an der Mittelmeerküste die ganzen Luxusgüter umladen und bis nach Spanien bringen. Salomo hat damit ganz großen Reichtum angehäuft. Also er war nicht umsonst so legendär und so berühmt. Er hat sich immer was einfallen lassen, womit er Geld vermehren konnte. Von Jona, das erzähle ich jetzt noch schnell, das fand ich interessant bei den Recherchen. Jona sollte nach Ninive gehen und sollte die Leute in Ninive bekehren. Die Geschichte haben sie bestimmt schon mal gehört und der Jona sagt, er denkt gar nicht dran, er hat Angst, zu den Leuten von Ninive zu gehen, weil er sich nicht stark genug fühlt, um als Sprachrohr Gottes, so nennt man die Propheten übersetzt, aufzutreten. Dann ist er geflohen und zwar hat er gesagt, er wird bis ans Ende der Welt fliehen. Und das Ende der Welt war Tarsus für die damaligen Menschen damals. Das heißt, er sollte nach Osten gehen und er wollte lieber bis nach Tarsus, bis ans Ende der Welt fliehen, als dass er in Ninive für Gott als Prophet auftritt. Und dann ist er ja in diesem berühmten Bauch des Wales gelandet und doch in Ninive gestrandet. Kleiner Exkurs, der weniger mit Kosmetik, aber mit dem Meer zu tun hat. Der Olivenbaum.
kommen wir zur Charakterpflanze des Mittelmeers. Alle Mittelmeerländer, zumindest im wärmeren Bereich. Der Olivenbaum, deshalb so berühmt, deshalb so legendär und so wichtig, weil damit die meisten Salben verarbeitet wurden. Der Nachteil an dem Olivenöl war im Gegensatz zu Sesamöl oder Mandelöl, dass es nur ein Jahr haltbar war. Aber die Oliven, die Ausbeute an Olivenöl war so enorm, so mannigfaltig, dass man diese Oliven wie Wein im Kältern auspresste und das Olivenöl anschließend auf den Markt brachte. Also zu dieser Zeit zwischen 500 und zwischen 200 vor war das Ganze jetzt schon legalisiert, dass auch profane Schichten Duftöle verwenden konnten und es nicht nur für die Oberschicht vorbehalten war. Wir haben einen Nachweis von Ausgrabungen, dass im 4. Jahrtausend bereits Ölbäume in Jericho kultiviert wurden. Also ein immens langer Zeitraum. Das Besondere an dieser Baumart ist ebenso, dass sie ein enorm hohes Alter erreichen. Wir haben Bäume im Garten Gethsemane, wir waren jetzt gerade im Frühjahr wieder dort, die sind bis zu 2000 Jahre alt. Also man kann im Garten Gethsemane unter Bäumen wandeln, unter denen bereits Jesus gewandelt ist. Und da diese Bäume so widerstandsfähig sind, hat man sie kultiviert, angebaut und für diese Ölproduktion benutzt. Und getrocknete Spezereien dann in dieses Öl eingebunden. Ich habe hier Ihnen den Balsamstrauch mal abbildlich von Dioskurides. Dioskurides und Theophrast, das sind ganz bedeutende griechische Naturwissenschaftler, die anhand von Kräuterbüchern belegen, welche Pflanzen in der damaligen Zeit Bedeutung haben. Und dann habe ich einmal den Balsamstrauch ausgewählt und einmal die Hennapflanze. Hennapflanze deshalb, weil das bei uns ja doch sehr bekannt noch ist. Und der Balsamstrauch ist kein gewöhnlicher Balsamstrauch, sondern es ist der Balsamstrauch aus der Ebene, wie er in Jericho und in Judäa angebaut worden sein soll. Es gibt Grabungen in den Gedi Belege dafür, dass dort Werkstätten eigens eingerichtet wurden, um diesen Balsam zu verarbeiten, um dieses Balsamöl herzustellen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum baut man ausgerechnet für diesen Balsam eigens Werkstätten? Und zwar erfahren wir, dass das Balsamharz von Jericho und von Judäa eine ganz besondere Note hatte. Es war noch mal haltbarer, noch mal intensiver als der Balsam, der jetzt aus Asien extra eingeführt wurde. Deswegen war dieses Gebiet auch sehr umkämpft. Herodes und die berühmte Kleopatra haben sich um diesen Landstrich förmlich gestritten, bekämpft. Herodes hat diesen Balsam, dieses ganze Gebiet, nicht nur Judäa, sondern ganz Israel, Israel Nord und Süd, wieder in zusammengefügter Form, nachdem es zuvor zerrissen war, von Octavian, von Kaiser Augustus, wieder erhalten. Er durfte sich als König einsetzen und die Kleopatra wollte hiervon aber partizipieren, sie wollte auch ein Stück vom Kuchen. Dadurch, dass sie ein Verhältnis mit Mark Anton hatte, mit dem späteren Widersacher von Kaiser Augustus, hatte sie ganz gute Karten und konnte dann auch durch ihre Macht und den Einfluss von Mark Anton erreichen, dass sie dieses Gebiet wieder in ihre Fittiche bekamen. Herodes der Große, wissen wir, hat wahnsinnig viel Geld gehabt, unendlich viele Ländereien und hat dann Kleopatra dafür auszahlen müssen, ihm dieses Gebiet wieder zurückzugeben. Also Kleopatra hat sich das Wert davon bereichert. Mit Zuhilfenahme dieser Spezereien wurde in der Bibel auch das heilige Salböl notiert.
wohlriechende Spezerei, erlesenste Tropfenmöhre 500 und wohlriechenden Zimt, die Hälfte davon, 250 und Würzburg, 250 und Kassia 500 nach dem Schäkel des Heiligtums und ein Hin Olivenöl und mache daraus ein heiliges Salböl nach der Kunst des Salbenbereiters. So. Erstmalig gelesen, Problem, was ist damit gemeint? Mein Professor Dr. Wolfgang Zwickel hatte das glücklicherweise schon vor mir recherchiert und hat Folgendes herausgefunden. Die Anzahl 250 oder 500, damit sind Schäkel gemeint. Schäkel ist eine Maßeinheit, das ist eine große Schaufel, mit der man die Spezereien herausgeschippt hat. Und so ein großer Scheffel voll war dann eine Einheit. 500 Schäkel Myrrhe, Tropfen Myrrhe, Tropfen deshalb, habe ich vorhin erklärt, Tropfen Myrrhe, sind 6 Kilogramm. 250 Schäkel Zimt sind 3 Kilogramm. 250 Schäkel Würzburg, damit sind Süßgräser gemeint. Später wird die zerstoßen und dann an die Kirsche, heute haben wir Kirsche noch im Weihrauch dann verbrannt. Ja, ja, so durch das Anfassen rausgeschlichen. Das hier sind Zimtnägelchen, das ist der letzte Bestandteil, das ist die Zimtblüte. Wir hatten die Zimtrinde schon kennengelernt und das hier ist die Zimtblüte in getrockneter Form. Und das alles gemörselt, mein Mutter weiß, wie gearbeitet ist, wir haben das in kleiner Menge nachgekocht und allein einen dieser Tropfen zu mörseln, da brauchen Sie bis zu einer halben Stunde, bis das fein gemörselt ist. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, das sind 6 Kilogramm. Also es ist eine Wahnsinnsarbeit. Zu diesen Spezereien kam dann ein Hin Olivenöl. Ein Hin sind 3,3 Liter. Das Ganze wurde dann in Auftrag, den Gott an Mose sandte, zu dem heiligen Salböl verarbeitet, mit dem die heilige Lade, also die Bundeslade, das Zelt, in dem die Lade sein sollte, später der Tempel, und auch die heiligen Gegenstände wie Räucheraltar oder Kerzenleuchter, Menorah, die sollten damit besprengt werden, als Zeichen der Größe Gottes. Das Salböl in nachgekochter Form, ich habe die Spezerei jetzt nicht abgesiebt, sondern habe sie jetzt erstmal hier in diesem Gläschen gelassen, dass Sie auch mal sehen können, wie klein das Ganze gewandelt werden muss. Das riecht nicht als ein Grund, sehr weihnachtlich. Zimt, wiederum Zimtnägelchen, Würzburg und auch die Myrrhe, das sind Weihnachtsdüfte. Damals hatte man eher schwere Düfte. Heute neigen wir dazu, Zitrusdüfte, leichte Düfte zu benutzen. Aber früher umso schwerer, umso wertvoller, umso teurer, umso edler. Genau das ist auch unser Problem, wenn wir an eine Lade riechen. Wenn es heißt, dass das ganze Haus von Lade erfüllt gewesen sein soll, das sind Zimtnägelchen, das sind Zimtnägelchen. Jesus wird von einer Frau gesalbt und das ganze Haus soll danach gerochen haben. Die Jünger erbosen sich darüber, dass Jesus sich salben lässt, aber hier kommt zum Ausdruck, welche Duftwolke das Ganze mit sich gezogen hat. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, gerne. Aus welchem, gibt es irgendeine Jahresangabe von diesem Text? Ja, also das ist im Exodus, das
nachexilischer Zeit diese ganzen Texte nochmal abgewandelt wurden. Man kann aber davon ausgehen, dass diese Rezepte viel älter sind. Also niedergeschrieben 500, 400, 300 und so weiter, aber dieses Rezept von diesem heiligen Salböl ist mit Sicherheit älter gewesen, weil dieser Auftrag, diese heiligen Geräte zu salben, mit Sicherheit auch stattgefunden hat. Ob das jetzt genau das exakte Rezept von 1000 vor ist, das kann man nicht sagen. Bei 1000 vor wurde kaum was schriftlich fixiert. Da gab es eine mündliche Tradition und erst dann im Zuge des Tempels, den Salomo erbauen ließ und der Priesterkaste, die sich daraufhin gründete, wurde diese mündliche Weitergabe von Texten verschriftlicht. Eleazar wurde als Wächter des heiligen Salböls eingesetzt, in Anbetracht dessen, was Sie jetzt wissen, kein Wunder, weil das einen immensen Wert hatte. Und auch heilig. Da durfte kein menschliches Wesen davon teilhaben, es benutzen, da stand der Tod drauf. Wir haben in der Bibel unterschiedliche Laute für das Salben. Es gibt das kosmetische Salben, es gibt das kultische Salben. Es gibt das Fettsalben vom Kuchen, auch Kuchen werden gesalbt. Heute kennt man das, wenn man Hefekuchen macht und dann mit Eigelb und mit Butter zum Beispiel einreibt. Das nannte man früher als Salben. Nicht nur das personifizierte Jerusalem wurde von Gott in der Bibel gesalbt, sondern Esther, ein jüdisches Mädchen, eine jüdische junge Frau, gerät nach der Eroberung Babyloniens von Nebukadnezar erobert, Jerusalem, alles wird dem Erdboden gleich gemacht, der Tempel zerstört und die Bevölkerung deportiert. Also alle mit Rang und Namen, Handwerker, alles was man brauchen kann, wird mitgenommen. Esther soll eine der schönsten Frauen der damaligen Zeit geworden sein. Gewesen sein, die Frau des Perserkönigs Xerxes soll es betreuen, nicht so weit gehabt haben. Und Xerxes hat daraufhin seine Gefolgsmänner beauftragt, die 100 hübschesten Frauen in seinem ganzen Reich zu bringen. Darunter war dann auch die junge Esther. Und die junge Esther wurde auserkoren, die Frau von Xerxes zu werden, so die Bibel. Wenn wir aber das Ganze historisch betrachten, war sie eventuell dazu auserkoren, eine Dame in seinem Harem sein zu dürfen. Die Esther musste, bevor sie zum Perserkönig vorgelassen wurde, ein ganzes Jahr lang in Balsam und in Myrrhenöl gebadet werden. Das heißt, gebadet, die Bibel übertreibt manchmal etwas. Wenn wir jetzt davon ausgehen, meine Schwester weiß davon zu berichten, sie war mein Versuchsobjekt. Sie wurde von mir gesalbt mit Balsam und mit Myrrhenöl und wir haben dann abgemessen, wie viel Salböl braucht man für einen Tag. Das sind 40 bis 50 Milliliter, um den Körper insgesamt von einer jungen Frau zu salben. Da die Frauen damals etwas üppiger waren und meine Schwester etwas schlanker ist, konnten wir das noch im Verhältnis so lassen. Insgesamt hat man in einem Jahr für eine Frau von den 100, die ausgelegt werden sollte nach diesem Jahr, 12 Liter Salböl gebraucht. Hochgerechnet 1200 Liter, also immense Summen an Salböl. Xerxes, die Perserkönige waren über die Maßen reich. Dann fahren wir weiter am Mittelmeer. Wir haben jetzt Ägypten, Nubien, wir haben Israel hinter uns gelassen. Wir haben schon ein bisschen von Tartessos und Gibraltar gesehen. Und jetzt kommen wir nach Griechenland. Im Zuge des 8. bis 6. Jahrhunderts kommt es zur griechischen Kolonisation. Die Griechen übernehmen die Vorherrschaft im Mittelmeer und lösen die phönizische Vorherrschaft. Innerhalb dieser Kolonisation entstehen Mutterstädte. Also man siedelt nicht mehr nur im griechischen Gebiet, Kleinasien, gehört heute auch zu Griechenland, heutige Türkei. Sehen Sie heute noch wunderschön, wenn Sie dort eine Exkursion die Küste entlang machen, die ganzen griechischen Tempelfrauen.
Also, man breitet sich jetzt in Mittelwärme-Tochterstädten aus und natürlich brauchen die Tochterstädte auch die ganzen Luxusgüter, die im Mutterland vorhanden sind. Dementsprechend kommt es hier zum Seehandel und demnach werden dann auch die Phönizier von den Griechen vertrieben, ausgelöscht sozusagen. Die Griechen brauchen das Öl, die Spezereien, jetzt in erster Linie zunächst nicht für die Schönheit oder um gut zu duften, sondern die Griechen sind Sportler, das sind Athleten, das sind Kämpfer. Gerade die Spartaner, ich sage Spartaner, weil Lakedaimonia weniger bekannt ist. Sparta heißt das Land, Lakedaimonia sind die Bewohner. Ich sage jetzt aber Spartaner. Die sind für ihre Kämpfe, für ihr starkes, immenses Aussehen, für ihr Ringen und in Gruppen, in Horden lebenden Männern bekannt. Da diese tapferen Kämpfer auch sich gegen die Sonne rüsten mussten, weil deren Haut auch die Sonne, die Sonnenstrahlen entsprechend verarbeiten musste, hat man sich mit Ölen eingerieben, allerdings keine Duftöle. Man hat dann Olivenöl oder Mandelöl genommen, um den Körper praktisch gegen diese Hitze, gegen den Sand zu schützen. Hier oben sehen Sie ein Amyballoi, so nennt man die. Das sind die Gefäße, in denen man Öl aufbewahrt hat. Die konnte man dann an Äste oder je nachdem irgendwo hinhängen und dann runternehmen. Es hatte noch einen Vorteil, sich mit Öl einzureiben. Mein Mann ist Ringer. Warum? Du hast doch früher geringen. In dem Moment, in dem ich meinen Körper mit Öl salbe, kann ich mich meinem Gegenüber entziehen, weil er sich nicht festkrallen kann. Und das haben sich diese Athleten zugunste gemacht, indem sie dann sich mit Öl einlieben und im Kampf für den Gegner schwieriger zu passen waren. Und auch hier sehr schön zu erkennen, das Amyballon. Also das Ölgefäß, hier ist ein Schwamm, zu erkennen durch diese Tupfen, und ein Schabgefäß, also ein Striegel, also das, womit man, nachdem man die Haut mit Öl eingesalbt hatte, den Striegel darüber fahren lassen hat und die ganzen Härchen von der Haut befreite. Also schon Cäsar fand es zum Beispiel besonders schön, es wie die Perser zu machen, dass die Frauen von oben bis unten komplett enthaart wurden. Und so hat sich das jetzt zuvor schon auch in Griechenland durchgesetzt, dass man sich enthaarte. Haare waren unschick am Körper. Hier sehen Sie eine Klemoche, so nennt man das Salbgefäß. Ein griechisches Salbgefäß gibt unzählige, wenn Sie ins römisch-germanische Museum nach Mainz fahren und dann sind sie unglaublich viele Salbgefäße. Und diese Klamotten nimmt sie mit zum Badewasser und wird mit Sicherheit auch etwas dazu hineingehen. So, im 4. Jahrhundert erblickt Alexander der Große hier in der Schlacht gegen Danaos, ein ganz berühmtes Mosaik, das Licht der Welt und mit ihm kommt es zum Alexanderzug. Sein Zug führt ihn bis Indien. Die Männer meutern, sie wollen wieder zurück, sie haben keine Lust mehr weiterzureiten in Indien, die monsunartigen Regen, diese wilden Völker, diese Gebirgslage. Wir sehen heute noch, zum Beispiel war ja auch in Afghanistan, im heutigen Afghanistan, wie schwer es dort ist, diese Guerillakriege, sich dort gegen Einheimische zu wehren aufgrund der Lage einfach. Und die Männer meutern, sie wollen zurück. Zurück geht es über die gedrosische Wüste. Und in dieser gedrosischen Wüste, Alexander hat immer Händler in seinem Schlepptau, auch Prostituierte, er hat alles, was seine Männer brauchen, dabei. Und diese Händler sind natürlich darauf aus, alles, was sie zu fassen kriegen können an Spezereien, mitzunehmen. Und so kommt es, dass in dieser gedrosischen Wüste ein riesiges Vorkommen an Nadel zu finden war, an dem Rand der Wüste. Und diese Nadel wurde von den Männern Alexanders zertrampelt bei dem Zug. Und es heißt,
dass die ganze Öl wieder erfüllt gewesen sein soll vom Duft dieser Nadel. Aber nicht nur vom Duft der Nadel, sondern auch von dem Duft der Myrrenbäume, die dort gewachsen sind. Diese Myrrenbäume sollen größer, schöner und prächtiger gewesen sein als alle Myrrenbäume, die die griechischen Händler bis dato gekannt haben. Zur damaligen Zeit, Sie können sich vorstellen, wenn so ein Händler auf Exkursion war und so ein Feld gefunden hat, dass er das geheim halten wollte. Deswegen sind diese ganzen Anbaugebiete Sagen umwoben gewesen. Beispielsweise soll der berühmte Phönixvogel ein Nest aus Cassia und Zimt gehabt haben, weil die Cassia die Zimtbäume bewacht. Oder aber es gibt Abbildungen, das haben dann die Händler auch erzählt, dass geflügelte Schlangen diese Bäume bewacht hätten. Also man bräuchte sich gar nicht auf die Suche danach zu machen, das sei so gefährlich, man würde gebissen, man würde sterben, wenn man diese Anbaugebiete versucht zu finden. Das Ganze hat natürlich auch wieder die Preise nach oben getrieben. Sie, die armen Händler, die sich in den Lebensgefahr begeben. Die Griechen damals haben das geglaubt. Das ist eine andere Welt als bei uns heute. Die Götter, die spielen da eine ganz große Rolle, auch noch in Rom hinein. Die Götter leben unter den Menschen, die sind anwesend. Deswegen kann es auch geflügelte Schlangen geben. Alexander hat, das wissen wir, auf seinem Rückzug schon auf dem Hinzug Dareios besiegt, den Kaiserkönig. Er hat seinen Schatz mitgenommen und in diesem Schatz, innerhalb dieses Schatzes, war Dareios Salbkästchen. Das ist jetzt kein Kästchen von dieser Größe gewesen, sondern ein größerer Kasten, ein Schrank sozusagen. Und Plinius schreibt, dass diese Spezerei, die Dareios innehatte, so kostbar waren wie Perlen und wie Gold. Also auch hier wieder Beleg dafür, dass Salben in die Schatzkammer gehörten. Wir kommen jetzt zum römischen Reich, zur letzten Station unserer Reise am Mittelmeer. Das römische Reich, das 117 nach unter Kaiser Trajan seine größte Ausdehnung gefunden hat, eben hier Gallia, Germania, unbesiegt blieb, jedenfalls größtenteils, Hispania, die ganzen Provinzen, die die Römer eroberten. Und natürlich mussten diese Provinzen, weil seit Caesar die Soldaten, die im Krieg tapfer gekämpft hatten, als sozusagen Rente ein Stück Land und Geld bekamen, dieses Stück Land in den Provinzen zugeordnet bekamen. Und denen sollte es natürlich genauso gut gehen, wie der Nobilität wie den Adligen in Rom, also in der höhergestellten Schicht oder auch den Verwandten in Italien selbst. Also haben die Römer jetzt das Handelsmonopol an sich gerissen. Die Griechen besiegt und die Römer gewinnen jetzt an Macht. Wir sehen hier ein Wandrelief nachgezeichnet, damit Sie es besser erkennen können, aus Pompeji. Es gibt hier ja wunderschöne Wandbilder. Ich muss das jetzt einfach, es ist so wunderschön, das so zu sehen, wie es hier demonstriert ist. Sie müssen sich das jetzt genauso farbenprächtig und bunt vorstellen, wie an der Rückseite jetzt hier des Gebäudes. Das ist eine Salbenwerkstatt, eine Salbenbereiterwerkstatt und das Besondere ist hier, dass die Salben nicht nur bereitet, sondern dass sie auch verkauft werden. Und hier vom kleinen Eroten. Man hat oft Eroten bildlich Abfolge von zum Beispiel hier jetzt in Werkstätten dargestellt. Eroten spielen aber auch im Zuge der Venus, mit der Göttin Venus dargestellt, eine Rolle und können auch andere Götter. Ganz rechts im Bild, von rechts nach links, werden die Salben gehackt, zerstampft, zermörsert, gekocht, hier zum Verkauf gebracht in kleinen Salbengefäßen und der Dame, die die Salbe testen möchte, auf die Handwurzel gegeben. Die Handwurzel ist die für Salben empfänglichste Stelle des Körpers, weil nachweislich das Parfum an dieser Stelle Duftöle am süßesten. Das hat man bei den Griechen schon festgestellt, deswegen, wenn eine Dame kam, hat sie die Salbe auf die Hand gestrichen bekommen. Hinten dran, die Salbe an der Seite,
der Diener mit dem Geldbeutel, weil das Ganze eine ganze Menge Geld kostete, wenn man sich hier was gekauft hat. Ich habe hier nochmal verschiedene Gefäßtypen abgebildet. Hier ist nochmal, hier sind drei verschiedene Farben von Schminken aufbewahrbar. Das heißt, ich war in der Lage, hier meine schwarze Augenschminke zu lagern, hier meine rote Lippenschminke und hier beispielsweise die blaue Augenschminke. Also sehr praktisch an die damaligen Menschen schon veranlagt. Und hier sind sie nochmal sehr schön Waldgefäßen mit Deckel, damit die ganzen Spezereien kühl gelagert waren. Sonne verdirbt Parfums. Das war heute so, wenn Sie sehen, die Träumenparfums sind meistens in abgedunkelten Flakons zu kaufen. Und das Alabastron, das kühlt. Also in Ton wurden auch Gefäße hergestellt. Ich habe jetzt hier nachgemachte Gefäße. Die meisten waren aus Ton gefertigt. Es gab aber auch Alabastergefäße, die waren entsprechend wertvoller. Das Wandgemälde ist im Vatikan heute dargestellt, das ist eine Nachzeichnung. Und hier sehen wir eine römische Hochzeit. Das fand ich sehr anschaulich für heute Abend. Und zwar die Dienerinnen der Venus, das soll die Göttin Venus sein, die Braut für die bevorstehende Hochzeitsnacht vorbereitet. Die Dienerin, das sieht man hier nicht so gut, hat ein kleines Seitfläschchen in der Hand, schüttelt die Spezerei in eine Muschel und wird sie dann anschließend der Göttin reichen, um die Frau zu salben. Dieser Ritus des Salbens der Braut, den haben wir auch schon in assyrischen Texten, den haben wir in Israel, denken wir an den Hut, die zu Boas geht, auf die Tenne und von ihm begehrt werden möchte und die Naomi, ihre Schwiegermutter salbt sie vorher noch schnell mit Öl, dass sie auch gut duftet, bevor sie zu Boas geht. Also hier dieser rituelle Akt der Hochzeit. Die Römer wurden dann zunehmend, breitete sich dann Dekadenz in Rom auch aus. Man hatte Cäsar bereits schon Spargel versetzt mit einer Salbensoße verabreicht, was Cäsar weniger geschmackvoll fand. Oder aber auch, Nero hat Salben von seiner Aurea herabregnen lassen auf die Gäste. Also man ging überschwänglich jetzt mit Salbe und mit Schminke um. Und zwar aus dem Grund, wie vorhin schon gesagt, umso mehr Schminke, umso mehr Salbe, umso mehr ich nach Parfum dufte, umso reicher bin ich. Adonaios sagt, dass die Haare der Frauen das ganz Arabien aus diesen Haaren gerochen haben soll. Adonaios sagt auch, dass die Backen mit Maulbeerpaste vollgeschmiert worden sei, hier sehen wir das Schönheitsideal, also ein dicker Flecken Rot auf die Wange, ein dicker Flecken Rot auch hier unten auf das Kinn, die Lippen rot bemalt, das sieht man jetzt hier nicht so schön, und auch wieder dieser Lidstrich, der hier sehr bekömmlich ausfällt. Und er sagt, wenn eine Dame im Sommer ausgeht, so fließen von den Augen her zwei schwarze Bäche auf die Backen und von den Backen aber rote Streifen auf den Hals und die Haare der Stirn reiben sich an Bleiweiß-Grau. Bleiweiß, dieser starke Kontrast, es war schick, weiß zu sein, bleich zu sein. Die Arbeiter auf dem Feld braun, wie das auch später dann ja im Barock etc. war. Und man selbst wollte natürlich edel sein, man wollte weiß sein. Elisabeth ist das zum Verhängnis geworden, zum Beispiel, weil dieses Bleiweiß giftig ist, es die Haut angreift und wir wissen bei Elisabeth, dass sie sehr viel Bleiweiß auftrug und dass sie am Schluss das Bleiweiß bis zu 3 mm dick auftragen musste, weil ihre Haut darunter komplett vernarbt und offen war. Ja, soweit zum Schönheitsideal der Römer, die es wirklich an nichts haben fehlen lassen, bis in unsere heutige Zeit hinein. Heute teilweise immer noch
sehr stark gebraucht oder auch dezent. Das ist heute Geschmackssache, sage ich einfach mal. Aber die Kosmetik auch heute, gerade der Kachal-Stift, Kachal aus dem Arabischen stammend, die Araber besagen, dass eine Frau es dann schön ist, wenn sie auf die Umrandungen des Auges auch verzichten kann. Es gibt noch mehr antike Menschen, Geschichtsschreiber, die sagen, dass die natürliche Schönheit im Vordergrund stehen sollte, aber bis heute hat sich durchgesetzt, dass wir, gerade wir Frauen, Männer jetzt weniger, dass wir auf dieses Schönheitsideal und auf diese Schönheitsgegebenheiten immer wieder zugreifen. Und dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Ich hatte meine Arbeit damals abgeschlossen mit einem Spruch, der Salomo nachgesagt wird: Das, was war, ist das, was sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was getan wird. Und es gibt nichts wirklich Neues unter der Sonne. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und den Vortrag schließen.